Morgen! Heute bin ich auf dem Kopf, zumindest filme ich auf dem Kopf, weil die andere Hand ist mir jetzt schon abgefroren. Und hoffe, dass ich das im Videobearbeitungsprogramm so machen kann, dass ich nicht über Kopf bin. Ansonsten dreht einfach euer Monitor. Das Wetter, übrigens hier ist der Hochstand, wo ich die ersten Tage gefilmt habe, da bin ich immer hochgegangen. Mache ich jetzt nicht mehr, weil es vereist ist, die Treppen, und das macht dann einfach keinen Sinn. Auf jeden Fall, mal wieder in die Kamera gucken. Ja, also, das wird nicht besser mit der Temperatur. Es sind jetzt auch wirklich fast alle abgereist. Es geht auch heute, inklusive heute. Ja, macht einfach keinen Sinn. Die meisten Menschen, es gibt sogar Menschen hier, die haben nicht mal einen Schlafsack gehabt. Die haben einfach nur in der Decke geschlafen. Und was du teilweise schon siehst, das ist auch körperlich. Die Menschen sind an ihren Grenzen. Und ja, ich meine, man kann das natürlich ausdehnen und man kann hier sterben, und wenn man das dann möchte. Aber ich glaube, die meisten möchten diesen Spirit hier mittragen in die Natur, in ihre Umgebung. Sei es nun auch draußen im Wald, in südlicheren Gefilden, wo jetzt ein Rainbow, das nächste Rainbow startet. Was jetzt, glaube ich, auch ein bisschen eher losgegangen ist. Vielleicht auch aus dem Grunde, weil sie hier in Deutschland gehört haben. Das ist jetzt in Portugal, also wer da Interesse hat, das nächste Rainbow. Was jetzt hier in Europa ist, ist in Portugal, und die ziehen jetzt dann weiter, bilden sich gerade LIF, also Fahrgemeinschaft, man nennt das dann LIF nach Portugal, auch immer. Das hat ja so ein bisschen eine eigene Sprache, Subkultur halt, und ja, und das, denke mal, wird sich heute dann so halbwegs ein bisschen auflösen. Die Strukturen bleiben bestehen, wie ich erfahren habe, denn wenn es hier warm ist, dann kommen einfach die Leute, die hier sozusagen das auch aufgebaut haben, die auch die Locals, die also sozusagen hier sind, die werden einfach hinkommen, das Ding weitermachen. Also man muss ja gar nicht dann irgendwie hier, ich habe auch in einem Video gesagt, ja, man muss mal am Laufen halten. Was musst du am Laufen halten? Ist ja nichts. Ist ja keine Technik oder sonst was. Ihr musst auch nichts beschützen. Ja, klaut keiner was. Wir haben einen Tipi aufgebaut, das ist alles. Also von daher, ja, wir werden dann wahrscheinlich dann auch fahren. Natürlich hat so ein bisschen Reiz, aber das ist dann wieder so ein bisschen mein Ego, was durchgeht. Als letzter Mohikaner da bleiben und Käse. Dummes Ego, einfach nur dummes Ego. Aber den Gedanken hatte ich, und den möchte ich auch mit euch teilen. Das ist auch Schwachsinn. Meine Zähne sind auch, ja, und ich merke auch so ein bisschen Schnupfen und so. Alles halt den Witterungsbedingungen angepasst. Und es war einfach hier eine richtig geile Zeit. War eine richtig, richtig geile Zeit. Und ich habe richtig was mitgenommen, und ich bin so dankbar, ich bin so wahnsinnig dankbar für alles. Ich bin so dankbar für mein Leben, ich bin so dankbar für die Menschen, die existieren. Nicht nur die Menschen, die hier existieren, auch die Menschen, die, mit denen ich mich sozusagen auch jetzt connected habe in Leipzig. Ich bin dankbar für die Menschen, wo ich die Energie spüre online, was natürlich nie in der Intensität gelebt werden kann, wie die Offline-Sachen. Deswegen kommt echt zum Rohkost-Potluck. Ich werde wahrscheinlich am 6. Mai zum Rohkost-Potluck auch noch teilnehmen, weil Albin, der Schwede, mit dem ich eventuell diesen Walk mache, wo ich nicht weiß, ob ich jetzt mit ihm gehe oder alleine gehe, weil ja Chiara wieder mitkommt, eventuell kommen noch zwei Leute mit, müssen wir alles noch sehen. Ja, der kommt am 6. Mai, und deswegen werde ich den nächsten Potluck noch mitnehmen. Ja, gut. Aber jetzt ist erstmal hier eine Abreise angesagt, zusammenpacken dann wahrscheinlich. Ich bin noch so früh unterwegs, ich sage jetzt wahrscheinlich, weil die Chiara jetzt noch schläft, und ich vermute einfach, dass, wenn ich sage, ich will gehen, dass Chiara dann auch sagt, ja, na klar, dann gehen wir. Würde mich wundern, wenn es heute der erste Tag wäre, wo sie aufsteht und sagt, nee, heute bleib ich hier. Nee, also von daher denke ich, wird dann alles seinen Gang gehen, und ja, nach 5 Tagen quasi, ja, dann sind wir dann wieder nach Hause fahren. Und ja, echt, ich bin total beseelt. So ein bisschen, wenn ich jetzt dran denke, freue ich mich auch wieder zu Hause, aber eben mit so einer Dankbarkeit. Ich bin so, so dankbar. Diese Dankbarkeit, die, ich hoffe, dass ihr was versteht, weil ich bin ja mitten auf dem Feld und es ist auch Wind. Ansonsten tut es mir leid. Ich hoffe, dass ihr einfach die Energie dann hier wahrnehmt von mir und seht einfach, dass ich glücklich bin. Die Dankbarkeit, die ihr Die ist halt, also man, ich habe ganz häufig, warte, hier ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen ruhiger, dass der Wind nicht so ist. Ich bin
ganz häufig benutze ich den Begriff Liebe für universelle Energie, als das eine, was alles existiert. Aber diese Dankbarkeit, das fühlt sich genauso an wie diese universelle Energie, wie Liebe. Aber vielleicht ist Dankbarkeit Liebe. Ja, vielleicht ist Dankbarkeit Liebe. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall so unendlich dankbar. Ich bin so unendlich dankbar. Ich kann euch das nicht sagen. Ich bin so wahnsinnig dankbar. Dankbar, 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 dankbar. Und ja. Meine Freunde, die Bäume, darf ich vorstellen, das sind meine neuen Freunde geworden. es ist halt einfach schön, wenn du dann halt von Freiflächen in den Wald kommst und dann halt schön irgendwo geschützt bist und von diesem mächtigen Titan quasi, ja, beschützt wirst. Am Anfang war es ein bisschen Regen, na, jetzt ist Schnee und Wind und auch die ich hast halt immer noch... Die haben so eine gewisse Wärme, die sind nicht eiskalt oder sowas, die sind warm. Du spürst die Energie des Lebens da drin. Und diese Kumpanen hier, die sind einfach total relaxed. Ne? Das ist, die werden, ihr wisst ja alles, was mit Bäumen passiert. Ne? Wir nutzen sie für unsere Papierindustrie und so weiter. Die werden, wenn wir so bei uns in den normalen Städten oder sowas sehen, die werden in die Bäume behandelt. Ne? Die werden einfach... Da wird reingeschnitzt, die Bäume werden gefällt oder sowas. Aber habt ihr euch mal einen Baum darüber aufregen hören? Die sind seit hunderten von Jahren wachsen die teilweise und die werden die einfach abgefällt, weil es Papier ist. Aber was machen die? Die stehen einfach so gechillt. Stehen die da einfach so rum und sagen, hey, schlachtet mich. Kein Problem, kein Thema. Das ist halt Wahnsinn. Respekt. Absoluten Respekt. Und denn natürlich haben Pflanzen auch in irgendeiner Weise Gefühle. Nicht so, wie wir sie wahrnehmen als Mensch. Ja, wir können das, bei Tieren sehen wir das, weil sie uns sehr, sehr ähnlich sind von dem Gefühlsleben. Die haben halt Augen, wo man das Leid absehen kann. Vielleicht auch Weinen, Tränendrüsen. Ja, bei Fischen tun wir uns das schon schwerer. Aber selbst bei Fischen können wir das nur irgendwie machen. Aber bei Pflanzen, da haben wir das überhaupt nicht. Da haben wir überhaupt nicht... dieses Gefühl dafür, dass wir den Pflanzen Leid zufügen. Also Leid zufügen, sagt Quatsch. Aber dass wir in den, in ihrem natürlichen Wachstum sie irgendwann dann beschränken, beziehungsweise das natürliche Wachstum und die natürliche Entwicklung begrenzen. Und dann wir sie schlachten. Aber es ist natürlich auch der Natur, dass wir Menschen überleben wollen. Und deswegen müssen wir auch die Pflanzen essen. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass wir die Pflanzen essen. Bloß, woran ich appelliere, ist dann einfach, ne, dass wir dankbar sind. Dass wir dankbar sind, dass wir einen Salat nehmen oder dass wir einen Apfel pflücken oder was auch immer. Dass wir einfach verdammt nochmal dankbar sind, diese Energie. Ich weiß, viele, ich hatte ja einen Kommentar auch, ich glaube, die Katrin war das. Ja, Christian, du warst früher so wissenschaftlich und Dings und jetzt gleitest du so ab ins Spirituelle und so weiter. Ja, zum einen war ich schon immer spirituell, seit ungefähr, naja, Ende 20, kennt ihr meine Geschichte, wo ich mich dann damit beschäftigt habe. Und zum anderen ist der Denker, die Wissenschaft immer noch aktuell. Aber ich sehe auch die Begrenztheit der Wissenschaft. Ne? Und was ich fühle, das ist Spiritualität. Das ist immer der Unterschied, Spiritualität und Esoterik. Wenn ich versuche, aus der Spiritualität, aus dem Gefühlen, aus der Energie, die ich spüre, irgendwelche Ableitungen zu finden und sagen, okay, das ist jetzt mein Wurzelchakra, was dort wirkt und die Seelenwanderung und dann, das ist für mich Esoterik, weil das können wir nicht wissen. Das sind irgendwelche Konstrukte, die sich Leute geschaffen haben, um auch oftmals Geld damit zu verdienen. Spiritualität bedeutet aber einfach, dass ich Energien wahrnehme und dass ich wahrnehme, dass Pflanzen auch gerne... nicht mit ihrem Gehirn und dass sie das irgendwie bewusst reflektieren, aber dass Pflanzen schon ganz gerne auch normales Wachstum haben würden und dann irgendwann normal in den Transformationsprozess zurückgehen. Und dass wenn wir eine Pflanze abreißen oder wenn wir was zu uns nehmen, ne, dass es wichtig ist, dass wir dankbar sind. Dass es wichtig ist, dass wir das nehmen und sagen, hey, danke. Oder dass wir das spüren, die Energie. Ich glaube, die ist notwendig. Die Energie ist notwendig. Das ist ein intuitives Gefühl, dass diese Energie der Dankbarkeit notwendig ist, um selber ein zufriedenes Leben zu führen, ein zufriedenes, natürliches und ja, von negativen Einflüssen geschütztes Leben. Also negativen Einflüssen assoziiert, also ich meine jetzt natürlich negative Einflüsse, was wir als negativ bezeichnen. Für unser Leben, für dieses Leben. Also nicht für das Leben generell, was wir sind, sondern
Der Ego spricht bei mir, der Denker. Ja, dieses Leben, was ich lebe, was dann beendet ist, dieses Leben, mein Leben. Ja, und da ist es zuträglich, wenn man die Energie spürt und nach diesen Energien auch lebt. Und wenn wir etwas nehmen, dann sollten wir auch was geben. So, wenn wir eine Pflanze nehmen, dann sollten wir Dankbarkeit geben. Und auch eine Lektion, die ich hier gelernt habe, dass wenn jemand kein Geld hat, zum Beispiel in diesen Hut abends was reinzuwerfen, da gibt dann einfach Liebe. Und dass er nicht irgendwie, dass er dann so schamvoll, ich kann jetzt nichts geben, ich tue mal so Liebe rein, sondern da fasst er ans Herz oder wo auch immer und gibt. Und du merkst halt, wie er die wirklich diese Liebe gibt. Und genauso wie die Menschen auch das Geld geben. Die geben nicht so Pflichtbuße, Geld, sondern die geben das Geld, gerne rein. Ja? Freiwilligkeit. Genauso wie mein Kanal auch überhaupt funktioniert. Mein Kanal funktioniert nur auf Freiwilligkeit. Ich tue freiwillig Videos produzieren. Ja? Und kann das täglich jetzt auch machen, weil ihr freiwillig mein Patreon seid, mich unterstützt monatlich mit einem finanziellen Geldbetrag. Ne? Entweder Überweisung, die Leute, die das Patreon nicht mögen, die halt einen Dauerauftrag machen auf mein Konto, oder halt Patreon. Ja, das ist freiwillig. Das ist niemand gezwungen dazu. Die Videos kommen ja auch so, zumindest solange ich halt das noch irgendwie machen kann. Und ja, und das ist halt freiwillig. Und natürlich auch die Klicks auf Werbung oder die Amazon-Käufe, ne? Wenn jemand über Amazon irgendwas kauft und vorher auf eine Infobox auf irgendeinen Link klickt von mir, so, und ich dann sozusagen eine Provision kriege, dass er von meinem Kanal, also von meinem Kanal auf Amazon gekommen ist. Das ist alles freiwillig, das muss keiner machen. Keiner muss das machen, alles freiwillig. Und das ist die Zukunft, Freiwilligkeit. Die Leute freiwillig unterstützen. Ich habe das diese Woche so gemerkt, wie das richtig ist. Ich habe es schon immer gespürt, aber heute, die Woche, erfahren noch, wie das halt ist. Wenn die Leute sich freiwillig, wenn das normal ist, dass du, jemand braucht Hilfe, du gehst hin. Du überlegst dich, da ist noch jemand, der könnte denen auch helfen. Da ruft einer Help und da laufen alle hin, die im Kreis sind. Da schreit jemand was, das zum Beispiel jetzt Essen ist, also Food Circle nennt sich das. Food Circle Now heißt es. Und du stehst halt weiter weg und du siehst hinter dir, die das wahrscheinlich nicht gehört haben, da tust du das weiter schreien. So, das sind Automatismen. Du tust einfach, was getan werden muss. Es ist halt einfach. Es sollte jeder sollte mal an so einem Rainbow teilgenommen haben. Echt jeder. Und da meine ich wirklich jeden. Jeden. Und ich bin mir sicher, selbst, es gibt da viele Leute, die sitzen den ganzen Tag am Rechner und beschweren sich über Politik, über Wirtschaft oder über YouTuber, ne? Die sitzen dann da und am Tag arbeiten sie sozusagen an ihrem Rechner, auf Arbeit oder machen halt irgendwie was auch immer. Und dann sitzen sie dann an ihrem Rechner zu Hause und Scheiß Wirtschaft, Scheiß Politik. Das ist alles so sinnlos, alles so nicht notwendig. Das ist alles nur, das ist so. Es macht null Sinn, es macht null Sinn. Nur die Menschen müssen sich ändern. Die Menschen müssen einfach merken, was zählt. Das ist Nahrung, das ist halbwegs sicher zu sein und sich gegenseitig zu helfen, Gemeinschaft, sich zu lieben, Mutter Natur zu ehren, dankbar zu sein. Das ist alles, was glücklich macht. Leute, wenn ihr nicht glücklich seid, das ist alles, was ihr braucht. Ihr müsst nicht euer Haus abbezahlen, ihr müsst kein Haus haben, ihr müsst kein Auto haben, ihr müsst nicht irgendwelche Verantwortung, ihr müsst keine Altersvorsorge machen oder irgendwas. Das macht euch nicht zufrieden. Ihr tut ein eingeredetes Sicherheitsbedürfnis befriedigen nach einem Haus oder nach einem Status oder nach eben der Sicherheit der Altersvorsorge oder andere Versicherungen. Da tut er einfach ein Bedürfnis befriedigen, was von der Gesellschaft generiert ist. Ich habe euch schon mal das Beispiel genannt. In Nepal, da gibt es teilweise keine Krankenversicherung. Die kennen die Angst gar nicht, keine Krankenversicherung zu haben. Und die hatten bei uns nur jeder. Und da reden wir nicht von Altersvorsorge. Also, aber das meine ich damit. So, dass hier draußen, du bist einfach zufrieden. Und du machst dein Ding. Und auch die Naturfolge. Wenn der Tod dann halt kommt, dann kommt der Tod. Ja, mein Gott, da kommt der Tod. Auch Naturvölker sind ja oft nicht vegan, sondern die schlachten halt Tiere. Ne, da kommt auch der Tod. Und da fangen die. Und da wäre es doch total bizarr. Und deswegen gibt es das auch nicht, dass man dann noch rumheult, nur weil man stirbt. Ne? Man nimmt so viel Leben teilweise in diesen Naturvölkern von dem Fleisch, dass wenn man dann selber geht, dann stirbt man halt.
Mit den Pflanzen eben genau dasselbe. Ne? Du reißt hier Sachen ab und isst was und machst was. Und wenn dann selber derjenige bist, der abgerissen wird vom Universum, dann jetzt bin ich tot oder jetzt ist der tot. Ha? Entschuldigung, wenn ich eure gesellschaftlich konditionierten Gefühle jetzt verletzt habe, aber es ist halt einfach so. Ne? Es ist einfach so, dass es dann eine total surreale Welt plötzlich ist. Eine surreale Welt, wenn du hier draußen bist. Es ist einfach so surreal, was du in der Gesellschaft an Gesprächen führst, worüber du nachdenkst und so weiter. Glücklicherweise habe ich durch den Denker in mir, der sehr, sehr aktiv ist, und durch meine Lebensgeschichte und auch das Glück, was ich hatte, ne, hatte ich die Möglichkeit, da relativ schnell voranzukommen in diesen Prozessen und halt schon echt seit Anfang 30 mich da weiterzuentwickeln und das halt schon immer zu spüren und auch darüber zu rekapitulieren. Aber das nochmal in so einer Gemeinschaft zu leben, wo das wirklich gelebt wird, in so, ich sag mal, so quasi so einem Naturvolk, also dann temporär, weil viele davon hier sind, das sind so, die von Rainbow zu Rainbow gehen, das ganze Jahr über. Ne? Das ist also, es ist krass. Es ist krass. Meine Hände. Ich kann meine Hände wieder bewegen und ich hab mich eingefroren. Die waren am Anfang eingefroren. Krass. Ja, nee, ist nicht gar nicht krass. Es ist der Wind, ich bin einfach windgeschützt. Nicht krass. Ja, ich bin so in Euphorie drin. Jetzt alles krass. Muss man aufpassen. Ja, deshalb merke ich auch hier in der Gemeinschaft. Da ist plötzlich alles krass und alles geil und so weiter. Ah, da muss man auch. Man kann fließen lassen, aber dann sollte man fließen lassen mit den Gefühlen. Das heißt, alles gut so. Das kann man fließen lassen. Aber nicht in den Denker ummünzen und sagen, alles ist krass. Wenn man in den Denker geht, muss man auch wieder kritisch werden. Und ich habe mehr als einmal auch hier in der Gemeinschaft bei Gesprächen auch den Denker hervorgeholt. Das muss man auch dazu sagen. Ging so, oh, die Kultur ist schön. Ich sage, halt, passt auf, Leute. Kultur ist auch oft mit Abgrenzungen verbunden. Und haben auch einige Diskussionen gehabt. Und aber das Tolle ist, die Leute, viele Leute, nicht alle, muss man auch dazu sagen, kennen die Problematik mit dem Denker, kennen die Problematik mit dem Ego. Und die wird dann auch entsprechend dann angesprochen und dann dann gibt es nicht mehr. Dann lacht man sich an, nachdem man herzhaft diskutiert hat über kulturelle Abgrenzung und so weiter und diesen ganzen, das ganze Zeug, was damit zusammenhängt. Und dann lacht man, dann liebt man sich und dann ist alles wieder gut. Ihr könnt denken, also ich denke auch, YouTube, die ganzen Videos sind sehr, sehr viel basieren auf dem Denker. Aber nehmt das nicht zu ernst. Nehmt das verdammt nochmal nicht zu ernst, das Denken. Ganz schön abgekleidet. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir heute wahrscheinlich abreisen. Aber es gibt noch viel zu sagen und ich würde sicherlich viele sich auch nächste Zeit in Videos auch wiederfinden. Ja, und versuche auch den Spagat so ein bisschen zu schaffen. Deswegen hatte ich auch das eine Video gemacht, wo ich sage, das Ich verschwindet, dass ich auch nicht mal von mir rede. Es gibt immer diese beiden Sachen. Also ich werde den Denker immer noch bedienen. Es wird genauso wissenschaftliche Videos geben. Es wird Videos geben, wo der Denker halt reflektiert. Und es gibt auch Videos, die halt eher an euer Gefühl, an euer Menschsein appellieren. Und ja, natürlich auch über den Denker, weil ich ja mit euch rede. Aber ihr wisst schon, was halt eher so spirituell zugeordnet wird. Findet das schlimm, diese Abgrenzung zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Mittlerweile gibt es ja dank verschiedener, insbesondere auch der Physik, Quantenphysik, meine Reihe oben, Sachen, wo das auch ein bisschen überlappt, wo Übergänge geschaffen werden, denn das ist auch Quatsch. Es gibt auch keinen Dualismus, meiner Meinung nach, mein Gefühl nach, meiner Erfahrung nach, meiner Erleuchtungserfahrung nach, ist wirklich alles eins. Und das ist die Wahrheit. Und deswegen ist es, wenn man sagt, oh, du darfst nicht so viel von dem und also so viel Wissenschaft, du musst mehr Spiritualität, ich habe dich deshalb gerne geschaut, weil du das und das und das und das, da schafft man diese Abgrenzungen, die überhaupt nicht existieren. Wir, unser Leben existiert so und es existiert auf vielfältiger Ebene. So, und da können wir sagen, nee, wir wollen nur die Ebene. Wenn man nur auf einer Ebene bleibt, begrenzt man sich. Und jede Form der Abgrenzung ist, egal in welcher Form, Abgrenzung ist, führt dazu, dass man nicht wahrhaftig leben kann. Na, dass man Cherry-Picking macht, dass man verschiedene Sachen rauspickt und sagt, ja, das so möchte ich leben. Das ist das Korrekte. Na, und da finde ich mein Glück.
Aber es gibt so, bei mir bildet sich, wenn ich rede, immer wieder neue Themen, mit denen ich gerne über euch reden würde. Aber ich mache jetzt Schluss 20 Minuten, oh Gott. Okay, es bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer es war eine wunderschöne Zeit hier. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Hier mitgenommen. Es hat sich überhaupt nicht störend angefühlt, dass ich jeden Tag meine Wanderung früh gemacht habe und auch diese Erfahrung als Tagebuch so ein bisschen mit euch für die Ewigkeit festgehalten habe. Das entspricht einfach meinem Naturell. Das habe ich auch in meinem veganen Tagebuch gemacht, mit Rohkostumstellung, dass ich gerne sozusagen meine Erfahrung teile. Und ja, solange das irgendwie möglich ist, werde ich euch weiter meine Erfahrung meines Lebens teilen, was ja bisher schon sehr aufregend war. Schade, dass ich halt nicht schon seit 18 das mache, weil da wäre halt einiges zusammengekommen. Ja, aber ich denke, ich kenne mich gut genug, um zu wissen, meine Abonnenten werden noch einiges erleben in meinem Leben, was es zu teilen gibt, und in der Hoffnung, dass es dann die geistige Evolution der Menschheit auch ein bisschen vorantreibt, und das wird es, bin ich mir relativ sicher. So, denn eine Woche ist es nicht geworden, 5 Tage im Wald, vom Wald gelebt, mit Menschen, mit Liebe, Gemeinschaft, Charme, Intelligenz. Das sollte eigentlich das Thema heute sein. Nee, das war's gestern. Der Denker ist zurzeit ein bisschen überlastet durch die ganze Kälte. Ach, Satz, nicht schneeflockig. Ich würde euch gerne alle mit allen, die jetzt vor der Kamera sind und vom Rechner oder vor ihrem Handy, fühlt euch einfach total umarmt, gedrückt, geküsst, wenn ihr das möchtet. Und ich liebe euch alle. Im ganzen Herzen. Egal wo ihr seid. Macht's gut. Morgen wahrscheinlich wieder. Ich habe noch einige vorproduzierte Videos, die dann kommen werden. Macht's gut. Tschüss. Thank you.